Let's go, Trentino. Immer nur lizenzfreie Musik. Alles klar. Last Minute Bike Checks. Es regnet ein bisschen. Wir sind auf dem Weg hierhin eventuell ein bisschen nass geworden. Ich glaube, ja, in den nächsten Tagen werde ich ja wahrscheinlich nicht allzu viel dazu kommen, meinen Laptop zu bedienen. Das bedeutet, ich nutze jetzt die Fahrt, um auch schnell ein bisschen Mails zu machen und so Sachen. Und hab den Laptop auf meinem Schoß, der drückt gerade auf meine Blase. Ich muss aufs Klo seit einer halben Stunde. Pippi! Durchschnittsverbrauch. Und bequem so zu sitzen. Ja, mein Laptop stirbt aber gleich. Berge! Berge! Wir sind gut angekommen. Die Autofahrt war so ein bisschen eine Kanufahrt, also ein bisschen horrormäßig. Und hoffentlich wird das Wetter heute nicht so regnerisch wie gestern Abend. Hier wird noch schnell der Sattel eingestellt. Das ist das Bike-Setup für heute. Hier ein frisches Paar Schuhe drin, weil wir heute raften gehen. Das wird nass und kalt. Und so frisches T-Shirt und Co. Das wird super. Ja. Schon fast richtige Mountainbiker jetzt. Corby. Grüße gehen raus an Corby. Wir haben jetzt 8 Kilometer und machen schon die erste Coffee Break. Aber wir sind den Downhill World Cup eben runtergefahren. Natürlich auch in World Cup Geschwindigkeit. Proof on Video. Und wie war es? Fühlst du dich wie ein richtiger Mountainbiker jetzt? Klar. Ich bin der schlechteste Influencer der Welt. Ich habe mein Handy vergessen. Oh, danke. Grazie. Ja, es geht rauf zum Lago di Caprioli und die 15% Steigung hören einfach nicht auf.
und her. Oh mein Gott. Was gibt's jetzt zu essen? Pizza. Chicken Winterbräuner, Bitte einmal abstimmen. Pizza mit Messer und Gabel essen ist weird, oder? Wer macht das? Zivilisierte Menschen, keine Barbaren. Nein, das ist komisch. Pizza isst man so. Und wie ist es, so ein Hotel auf dem Berg zu haben? Ach, großartig. Erster Tag, done and dusted. Es hat nicht geregnet. Gott sei Dank. Die Bikes sind sowas von geil im Gelände. Ich glaube, mit Gravelbikes ohne Federung, mit kleineren Reifen, hätte es nicht so viel Spaß gemacht wie mit dem Topstone Lefty. Überragend. Ja, Gott sei Dank haben wir die Reifen auch noch gewechselt. Und gleich geht's. Rafting. Rafting. Oh Mann, ich habe ein bisschen Angst. Jetzt gibt's Abendessen. Das Rafting war super nice. Ich bin eventuell ein bisschen nass geworden, aber es war ja irgendwie so ein Plan und jetzt super hungrig. Durstig. Sehr durstig. Tomatensauce, heißer Bläser, schlechte Idee. Ein bisschen.